Das Hinspiel in der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga Frankfurt Ost zwischen dem FSV Bad Orb und der SG Büdingen war eine klare Angelegenheit. Der FSV konnte die Partie nämlich mit 5:2 für sich entscheiden. Es bleibt also abzuwarten, ob Büdingen im heutigen Rückspiel die Niederlage wieder gut machen kann oder ob Bad Orb auch diesmal als Sieger vom Platz gehen wird. Pünktlich zum Spielbeginn hört es dann auch auf zu regnen und die Sonne kommt wieder raus. Die Gäste finden gut ins Spiel und nach etwas mehr als einer Minute könnte es hier schon zum ersten Mal im Gehäuse der SG klingeln. 5 Zeigerumdrehungen später lässt Georg Thiat das Gehäuse von Niklas Mücke wackeln. Nach diesen 2 Chancen für Bad Orb finden die Hausherren jetzt besser ins Spiel und haben in der 21. Spielminute ihre bisher größte Chance. Doch direkt im Gegenzug ist wieder Bad Orb am Drücker. Vincenzo Montaldo steckt auf Tim Wittig durch, Wittig steht frei vor Niklas Mücke und schiebt ein. Mit dem 1:0 in Minute 28 hat der FSV Bad Orb nun 4 Zähler Vorsprung auf die SG Büdingen. Von den Gastgebern kommt weiterhin nicht viel. Bad Orb ist die klar überlegenere Mannschaft, die hier bereits Tor Nummer 2 erzielen könnte. Doch Niklas Mücke ist noch am Ball und klärt zur Ecke. Georg Thiat, Erwin Hoffmann und Alexander Hochheim lassen gleich 4 Gegenspieler stehen und kombinieren sich nach vorne. Hoffmann legt quer auf Thiat, der bringt den FSV Bad Orb in der 39. Spielminute mit 2:0 in Front. Danach passiert bis zur Halbzeitpause allerdings nichts mehr. Nach dem Kabinengang sieht Alexander Hochheim, dass Mücke weit aus seinem Gehäuse rausgekommen ist und versucht es einfach mal aus der Ferne. Auch der nächste Versuch erfolgt aus der Distanz. Diesmal versucht Almir Muminovic sein Glück. Bereits im Hinspiel konnte Muminovic das Spielgerät erfolgreich im Gehäuse der SG versenken. Mit dem 3:0 durch Almir Muminovic dürfte auch der letzte Funke Hoffnung der SG Büdingen erloschen sein. Um in die Verlängerung zu kommen, müssten jetzt 6 Tore in nicht einmal 40 Minuten für die SG fallen. Die nächste Gelegenheit gehört jedoch dem FSV. Die Kugel kommt nach einer tollen Kombination auf Nico Daud. Der muss nur noch den Fuß hinhalten. Mutterseelen alleine vor dem Kasten von Niklas Mücke lässt sich Nico Daud die Gelegenheit nicht entgehen, auf 4:0 für den FSV Bad Orb zu erhöhen. Es sind noch 7 Minuten zu spielen. Das Spielgerät kommt auf Christopher Röder. Röder tankt sich durch. Röder legt quer auf Almir Muminovic. Der macht das 5:0. Das soll es dann auch im heutigen Spiel gewesen sein. Für den FSV Bad Orb geht es dann am kommenden Samstag, den 10. Juni, gegen den 1. FC Langen im Endspiel weiter. Ausgetragen wird die Partie auf dem Platz des FC Hochstadt. Wir haben für euch noch mit den beiden Trainern gesprochen. Die Interviews gibt es in einem weiteren Video, welches in Kürze auf unserem Portal online gehen wird. Ein wunderschönes Glück! Ein einfaches Himmel!